Hey Leute, ich bin's wieder, Drache Charo mit LP dran und wir fahren fort mit Let's Play Mario und Luigi. Zusammen durch die Zeit. Genau. In der letzten Episode ist sehr, sehr viel passiert. Wir sind in Bowsers Schloss Bruch landet. Die anderen sind nicht mehr in Bowsers Schiff gewesen und nun wollen wir gucken, ob wir nicht herausfinden, was denn mit den anderen geschehen ist. Sie gegen die Goombas kämpfen? Wir sind doch jetzt quasi Freunde, oder? Nee, okay, gut. Wir sind keine Freunde. Goomba nennt sich Eindringling, Eindringling! Falscher Gedanke, Goomba. So. Ah, jetzt können die beiden die Bro-Attacke auch einsetzen. Oder? Tatsache. Moment mal. Pilztau. Ah, okay. Okay. Kann ich? Danke. So, wir wollen jetzt einfach normale Sprungattacken einsetzen. 3 XP. Oh, ist ganz okay. Gut. Hoffentlich geht's Prinz Bowser gut. Ich mag ihn nämlich. Der ist mir so voll sympathisch. Also, ja, er ist alles. Bowser, absolute Liebe. Best Mario Character. Wow, Crit. Best Mario Character ever. So. Ne? Aber. Wow, das ist ja lame. Ach man. Wisst ihr was, wenn Bowser's Inside Story mal für die Virtual Console rauskommt? Werde ich mir. Wird das sofort Let's Played, honestly. Ich werde wahrscheinlich nicht genug Cash haben, um mir so ein Aufnahmegerät für ein DS zu holen. Also ist die Virtual Console quasi die beste Adresse für das. Und ich liebe die Virtual Console, das ist sowas praktisch. Vor allem kann ich Safe States machen. Kann ich auch mit der Mitte von einem Kampf aufführen. Wir denken, jo, ist gut. Hulk. Halt, haben wir hier keine Bros-Punkte, sondern einfach. Tatsache, so viele Panzer wie wir haben, so oft können wir die Attacke einsetzen. Ah, das ist interessant. Das ist ein interessantes Konzept. Mal gucken, wie das im Endeffekt sein wird. So, wahrscheinlich nur 6 XP, ein bisschen Geld und keine Level-Ups. Aber ich muss sagen, ich hab echt voll Bock, das Spiel zu spielen, weil das ist einfach. Klar, es macht so viel Spaß. Die Story ist auch richtig cool. Like, wir sind einfach stuck in time und so. Na gut, weitere Zeitstrudel. Und Prinz Bowser, need I say more. Wahrscheinlich wird er leider nicht so eine Story-Bewandtnis haben wie Baby Mario und Baby Luigi. Leider. Aber nonetheless scheint das cool zu sein. Ich frage mich, ob König Bowser, also ich sag das jetzt nur, damit ich zwischen den beiden unterscheide, halt auch noch irgendwie story-relevant sein wird. Das finde ich nämlich super. Weil Bowser ist halt toll. So. Und ich find's echt cool, dass sich halt Prinz Bowser gedacht hat, nee, halt, stopp, Moment mal, ach, ich rette die jetzt einfach mal alle mit, das hat der Goomba. Also das finde ich so toll, vor allem so mit einem alten Handy, ne? Richtig, das hat was. Das hat Stil. Das war dumm. So. Bonk. Und Bonk. Zack. Und Zack. Wow, sehr gut. So. Und ich frage mich echt, was für eine Timeline das ist, ne? Weil es kann unmöglich die Original Mario und Luigi Timeline sein, sonst gäbe es also Mario und Luigi, die wir jetzt hier kennen, nicht. Oh Gott, so viele Spiele mit Timelines in letzter Zeit. Ich meine, Life is Strange und wo gibt's noch Timelines? Ja, Spellforce hat auch so ein Timeline-Gedöns. Oh Gott. Also, ich habe ja nichts dagegen, aber manchmal wird das sehr kompliziert. Naja. Nee, Leute, nicht mit Timelines rumspielen, sonst ihr wisst nicht. Irgendwas. Oh, es wird wieder Bohnen geben. Schön. Das
Ach, oh Mann. Ein Buhu! Oh, wie süß! Guckt euch den Buhu an. Oh, der ist sowas von niedlich. Oh, ich liebe Buhus. Ich muss mir irgendwann mal ein Buhu-Plüschi holen. Oh, toll, sehr gut. Weil Buhus sind einfach... sweetest. Ich meine, guck dich den Buhu an. Das sind die süßesten Geister ever. Boinks, toll. Gut gemacht. Oh, die geben auch richtig massig XP. Also, massig. Ihr wisst schon. Oh. Okay. Ihr seht das X, ne? Das heißt, hier werden wir wahrscheinlich wieder so Partner-Moves finden, mit denen wir dann richtig was reißen. So. Am besten mache ich das mit dem Digipad. Ich finde es aber gut, dass Luigi nicht einfach quasi den Weg schneidet, sondern den gleichen Weg wie Mario geht, sonst würde das sehr frustrierend werden. Geronimo! Sehr gut. So. Zack. Aber ich finde es cool, dass ich hier zwischen Digipad und Analog-Stick wechseln darf. Ne? Weil der Wii U. Also der Tablet-Controller. Hm? Warte mal, das hat sich wie ein Baby angehört. Autsch! Oh Gott! Uff. Oh Mann! Luigi wird da sicher nicht runterspringen wollen. Wie süß! Warte. Mario! Wer sagt das? Ah, der da. Vielleicht sollten Sie mich als eine Art Kissen verwenden. Ich bin selbstverständlich gut gepolstert. Baby Luigi würde sich beim Anblick meines luxuriösen Leders viel sicherer fühlen. Schon, Baby. Oh. Yay, wir haben die Babys gerettet. Wir haben die Babys gefunden und sind nun wieder ein Team. Zurück zum Abenteuer. Danke, du Koffer. Oh. Oh, Babys. Halt, stopp, Moment. Die Babys müssen mitkommen. Mario! Oh, verdammter Koffer, was ist das wieder? Erlauben Sie mir eine kurze Entschuldigung. Ich war in Eile. Ich vergaß zu erwähnen, wie man sich als Gruppe von 4 Personen bewegt. Oh, wie Sie sehen, können die Babys meiner Kommunikation nicht folgen. Welch eine Situation. Oh, die armen Babys. Oh. Oh, das ist so niedlich. Oh. Bitte nicht droppen, Luigi. Oh. Ja, sie sind nicht hilflos. Autsch. Ich schlage vor, sie vereinen ihre Kräfte und machen weiter. Oh, warten Sie. Warten Sie einen Moment. Ja, es ist sehr wichtig, sich als Vierergruppe zu bewegen. Sehen Sie sich den oberen rechten Teil des Bildschirms an. Ah, sehen die Symbole so aus, können sich Mario und Luigi bewegen. Probieren Sie es ruhig aus. Lassen Sie es mich wissen, wenn Sie bereit sind, weiterzugehen. Ja, gut, ja, wir bewegen uns. Ja, und jetzt?
Wenn Sie wollen, dass Sie die Kinder allein vorbewegen, drücken Sie X oder Y. Macht nur kleine Menschen, bewegt euch. Lassen Sie es mich wissen, wenn Sie bereit sind, weiter zu gehen. Ah, okay, so wie damals bei Bowser. Okay, ist klar. Hab's gecheckt. Auf diese Weise ändert sich die Steuerung zwischen den erwachsenen Mario und Luigi und den kleineren Versionen. Ja, aber es gibt sogar noch mehr Informationisierung. Und das ist besonders bequem. Mario und Luigi können die Babys Huckepack nehmen und gemeinsam voranschreiten. Es geht ganz einfach. Wenn Mario und Luigi sich die Babys nähern, springen die Knirpse automatisch auf. Probieren Sie es aus. Oh, wie süß. Huckepack. Auch die Babys können diese Aktion vollführen, wenn sie sich Mario und Luigi nähern. Nun denn, suchen wir nach unseren vermissten Freunden. Zurück zum Abenteuer. Oh, yeah. Oh, wie süß. Es ist sowas von knuffig und niedlich. Was steht denn da? Öffnen Sie die Tür, indem Sie sich auf den 4-Personen-Schalter stellen. Prinz Bowser hat den Palast infiltriert. Daher Vorsicht beim Öffnen von Türen. Es ist doch sein Palast. Komm. Oder wartet da hinten irgendwas Schlimmes auf uns? Orte, die auf Erwachsene zu hoch gelegen sind, erreicht der Prinz durch Drücken von X oder Y, um vom Rücken eines Untertanen zu springen. Hat der Prinz Erfolg, muss der Untertan ihn wie folgt loben. Prinz Bowser ist so toll! Ich finde das so süß! Okay. Nein? Eine Röhre. Ha. Okay, die Mechanik gefällt mir bisher. Die hat was. So, jetzt werden wir ein bisschen wieder Tutorial-Modus machen. Koopa-Trainingshalle, nur für Prinz Bowser. Die unteren Plattformen sind für unseren feinen, bösen, jungen Prinzen. Die höheren Plattformen sind für seine Zeit als König gedacht. Die Löcher in der Wand sind klein genug für Prinz Bowser. Wow. Aber dass die Babys immer so werfen, ne? Upsi. Okay. Moink. Oh. Moink, moink, moink. So, Luigi. A One-Up. Sehr gut. Okay. So. Och, das finde ich voll süß, dass Bowser so eine Art Spielplatz hat. Also, Trainingsraum, tut mir leid. So. Ein grüner Panzer. So, da kann auch Luigi was machen. Einmal Pilztau. Ob wir dann als Vierergruppe kämpfen? Wahrscheinlich schon, oder? Sobald es mal zu einem Kampf kommt. Oh, macht der Koffer dann wieder ein Affair-Tutorial? Können wir es bitte nicht. Okay. So, bitte die Babys nach oben. Oh, ich kann das speichern. Ah, ich mach das einfach mal. Speichern und fortfahren. Ja. So, Baby Mario, Baby Luigi, Mario und Luigi. So. Aber ich find's cool, dass ich quasi endlich mal erfahre, wo genau Baby Mario und Baby Luigi eigentlich herkommen, ne? Weil. Also wenigstens was für Spielen die bisher waren. Weil die sind halt bei Mario Kart öfters da und so, ne? Okay, jetzt gehen die anderen beiden hoch. So. Und. So. Komm schon. Und zack. Oh, ich prophezei, dass es sehr viele schöne Cutscenes geben. Also Cutscenes, ihr wisst schon, was ich meine. So Interaktionen. Kamek! Prinz! Prinz Bowser! Hm? Aha! Ihr kleinen roten und grünen Insekten! Habe ich nicht schon mal versucht, euch zu entführen? Ein paar Mal, ja. Ja, das habe ich. Junge, das hat nicht so gut funktioniert. Außerdem scheint ihr nun gar nicht mehr so klein zu sein. Und ihr seid auch viel haariger. Seltsam, aber das ist egal. Es gefällt euch, unseren knospenden Herrn des Bösen zu ärgern, nicht wahr? Dann bin ich jetzt dran. Wow, was für ein Ärger, ein Goomba. Außer Kamek kämpft mit Mario, Luigi. Haben Sie jemals einen Huckepack-Move im Kampf gesehen? Oh, er ist einfach fantabulös. Lassen Sie mich erklären, wie dieses Action-Kommando funktioniert. Mario, Sie beginnen mit einem Sprung, wenn Sie mir folgen können. Okay, ja, Sprung. Drücken Sie zuerst Baby Marios X-Knopf. Und danach Marios Arc. Oh Gott. Oh Gott. Luigi, nun sind Sie mit der Sprungattacke dran.
Okay. Also zuerst Y und dann nochmal B. Oh, das ist lustig. Als nächstes die Bros-Items. Setzen Sie diese im Huckepack-Modus ein, können Sie ebenfalls die Babyknöpfe nutzen. Die A- und B-Knöpfe werden wie gewohnt bedient, doch nun zählen auch X und Y. Abhängig von jeweiligen Item ändert sich die Funktion von X und Y, wenn Sie mir folgen können. Im Huckepack-Modus ändert sich die Erklärung am Topscreen. Achten Sie also genau darauf. Drücken Sie beim Einsatz des grünen Panzers den Babyknopf, wenn der Panzer den Gegner trifft. Ja, genau. Mario, greifen Sie mit dem grünen Panzer an. Dann wählen Sie das Bros-Item. Okay. Ich sehe schon. Okay. Also, drücken Sie jetzt den Babyknopf. Drücken Sie den B-Knopf. Babyknopf. A-Knopf. Babyknopf. B. Wow, fail. Luigi, versuchen Sie doch mal einen Sack mit dem Knopf. Ich mach ja. Danke, Herr Toto. Ja, das muss jetzt nicht sein. Meine Güte, okay. B, Y und... Oh, das war's schon. Wie lange muss ich das doch tun? Ich bin in Eile. Und dann geh doch weg, Kamek. Nun denn. Das ist viel Tutorial. Also, zuerst den Babyknopf und dann den normalen Knopf. Ah, das geht noch extra damage. Okay. Also, Babyknopf, normaler Knopf. Ja, fast. Und zack. Okay. Babyknopf, normaler Knopf. Aber ich muss sagen, ich mag wie die Kämpfe so hier sind. Babyknopf, normaler Knopf. Toll. Gut gemacht. Und jetzt kriegen alle XP. Das gefällt mir, ja, ja. Finde ich gut. Und? Ach, wie Baby Mario außerdem. Wow. So, was haben wir letztes erhöht? KP und den Angriff, ne? Wo wir jetzt die Verteidigung erhöhen. Wow. Oh, Luigi hat auch ein Level up. Okay. Wollen wir auch hier die Verteidigung erhöhen? Ja, wenigstens ist es mehr als eins. So. Die Kampfmechanik ist cool, muss ich schon sagen. Haben sie sich was Schönes ausgedacht. Prinz Bowser! Was ist denn mit Peach geschehen und mit den Past Toadsworth quasi? Gut, einen Kampf können wir noch reinpacken. Gegen den... Oh, Juju, was ist denn das denn? Ein Shy Guy. Mit einer Kanone auf dem Kopf. Ich glaube... Boom. Boom, Guy. Autsch. Autsch. Okay. Nochmal. Also, Babyknopf, Erwachsenenknopf. Hahaha. Oh, was machst du denn jetzt? Zu früh. Und, ich glaube, ich greife den noch schnell an. Babyknopf, Erwachsenenknopf und er ist weg. Sehr gut. So, auch den Buch erledigen. Babyknopf, Erwachsenenknopf, erledigt. Ich muss das sagen, sonst kriege ich das Timing nicht hin. Bank. Jo. Okay, Baby, Erwachsen. Gut, wird schon. Kriegen die Babys auch bald ein Level up? Noch nicht. So, Leute, ich würde mal sagen, wir gehen noch ein bisschen weiter. Wir sind jetzt gerade bei 19 Minuten. Und das ist noch ein Kampf. Ja, komm, den Kampf machen wir noch und dann werden wir in der nächsten Episode wahrscheinlich hier langsam, aber sicher rauskommen. So. Die Buchs sind schneller als wir. Und zu. Nee, doch zu spät gesprungen. Zack. Zack. Okay, gut, ich kann schon mit Zack austauschen. Das ist auch schon mal was Gutes. Und Zack. Zack. Verdammt, zu spät. In einigen Spielen habe ich mich gewöhnt, dass man genau dann zuschlägt, wenn halt, wenn man auf dem Gegner landet. Ist aber nicht so, man darf ruhig früher drücken. So. Und zack. Zack. Jo, das klappt. Das ist gut. Und ein weiterer Kampf wäre gewonnen. Okay.
Also Leute, ich danke euch schon mal fürs Zugucken. Hoffentlich hat es euch gefallen. Mir hat es auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Und beim nächsten Mal gucken wir, ob wir wahrscheinlich auf ihr Prinz Bowser und Bibi Peach und so finden. Also, bis zum nächsten Mal. Haltet die Ohren steif. Ciao.